für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, nachdem ich zunächst dachte, dass ich hier heute Morgen den falschen Veranstaltungstermin erwischt hatte, sehe ich aber jetzt doch, dass der Wahlkampf seine Schatten voraus eilt und an dieser Stelle auch deutlich wird, dass wir von der Opposition her tatsächlich fit und reif sind, auf diesen Wahlkampf einzugehen, denn da sind 4 Anträge, die zu verhandeln sind. Aber von der Regierung ist da nichts. Offensichtlich will sie nichts falsch machen, deswegen tut sie nichts. Meine Damen und Herren von der Regierungskoalition, auch mit Ihrem vorgelegten 2. Bericht über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland zeigen Sie, dass Sie auch ohne eigene Initiativen bleiben. Sie haben seit Oktober diesen Bericht vorliegen, auch bis heute nicht geschafft, in irgendeiner Weise aus diesem Bericht etwas herauszunehmen, was Sie im Bereich Wohnungspolitik machen wollen, obwohl dieser Immobilienbericht weit schlechter ist oder den Zustand unseres Marktes weit schlechter einschätzt als der Bericht davor. Das zeugt also nicht gerade von übergroßem Eifer oder gar politischer Kreativität. Es wird also Zeit, dass wirklich neu gewählt wird. Oder war zum Beispiel Ihre vorgestrige Ministerpressekonferenz das Konzept der Regierung? Auch eben haben Sie ja noch mal versucht, das Sammelsurium hier vorzutragen, was Sie wieder aufwärmen wollen, und haben dabei die Zukunftsfähigkeit dieser Frage der Wohnungspolitik überhaupt nicht im Auge. Worauf soll aber dieser Bericht, den Sie vorlegen, eine Antwort sein? Auf die drängenden Fragen von Millionen Mieterinnen und Mietern nach bezahlbarem Wohnraum ganz bestimmt nicht. Schon der erste Bericht erhielt eine Reihe von kritischen Analysen und Empfehlungen darüber, wie sich Politik den abzeichnenden Anforderungen durch den demografischen Wandel, durch die Klimaveränderungen, durch die regionalstrukturellen Veränderungen in Deutschland reagieren müsste. Aber es stand leider ganz am Anfang des Berichtes auch der Satz, die Wohnungsversorgung in Deutschland ist gut. Das war scheinbar der einzige Satz, den einige Fachpolitiker und der CDU und CSU, auch der FDP, zur Kenntnis genommen und vor allem auch auswendig gelernt hatten. Nun aber steht dieser Satz in dem neuen Bericht 2012 nicht mehr. Und das hat einen Grund. Denn die Wohnungsversorgung in Deutschland ist nicht gut. Und sie war es auch schon zum Zeitpunkt des letzten Berichtes nicht. Die Tendenzen der Verknappung und Verteuerung von Wohnraum in Ballungsgebieten, der Mangel an altersgerechten, barrierefreien und barrierearmen Wohnungen, an energetisch saniertem Wohnraum war auch schon damals deutlich spürbar und als drängende Aufgabenstellung für alle Akteure in der Politik und der Wohnungswirtschaft als große Herausforderung nicht mehr vom Tisch zu wischen. Die Bundesregierung hat das bestenfalls achselzuckend zur Kenntnis genommen. Offenbar wird auch der jetzt vorgelegte Bericht zur Immobilienwirtschaft das gleiche Schicksal erleiden und folgenlos in den Regierungsschubladen verschwinden. Es ist jedenfalls nicht erkennbar, dass die Regierung aus ihren eigenen Berichten irgendwelche logischen Schlussfolgerungen gezogen oder Maßnahmen ergriffen hätte, die den negativen Entwicklungen auf den Wohnungsmärkten entgegenwirken. Denn seit Oktober 2012 ist nichts, aber auch gar nichts passiert. Und Herr Steinmeier, da kann ich mich anschließen an Ihr Zitat. Sie sagen, da war nichts und da ist nichts. Ich sage, da kommt auch nichts. Was die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode auf dem Gebiet der Wohnungspolitik zu Wege gebracht hat, ist dieses unsägliche Mietrechtsänderungsgesetz, das nach fast 4-jährigen Geburtswehen dann doch noch rechtzeitig vor dem Verfallsdatum dieser Regierung pflichtschuldig an die Besteller ausgeliefert wurde. Dieses Gesetz, da bin ich mit dem Antrag der SPD, bezahlbare Mieten in Deutschland einverstanden, muss wieder vom Tisch. Das kann man nicht kosmetisch aufhübschen oder mit Korrekturen entschärfen. Das ganze Gesetz ist ebenso unnötig wie schlecht gemacht, und es muss wieder verschwinden. Aber, meine Damen und Herren von der SPD, auch Sie hätten ein bisschen mehr Courage vielleicht zeigen sollen, um im Bundesrat diese Gesetzesinitiative noch mal wenigstens in den Vermittlungsausschuss zu schieben. Die Miet- und Wohnkosten laufen auf der Einkommensentwicklung davon, und trotzdem wollen Sie, dass die Bestandsmieten 3,75% im Jahr oder bei Wiedervermietung sogar um 10% steigen können. Das ist keine Mietpreisbremse, liebe SPD. Sie wird angekündigt, das treibt die Schere zwischen Einkommen und Mieten weiter auseinander. Die Mietsteigerungen, wie Sie sie vorschlagen, liegen deutlich über der Inflationsrate und erst recht weit über der Entwicklung der Realeinkommen.
Ihre Vorschläge entlasten also die Mieterhaushalte nicht, sondern sie legitimieren die Mieterhöhung ohne jede Gegenleistung. Die Wohnungen sind in 4 Jahren nicht um 15% größer geworden, und sie werden allein durch Neuvermietung auch nicht um 10% besser. Also wodurch sollten diese Mieterhöhungen gerechtfertigt sein? Meine Damen und Herren, die Menschen in Deutschland, jedenfalls die, die Monat für Monat da sehen müssen, wie sie finanziell über die Runden kommen, und das betrifft nun mal die allermeisten, treibt die Sorge, ob sie sich demnächst ihre Wohnung noch leisten können. Wohnen in Deutschland wird seit einigen Jahren immer teurer, und diese Tendenz hält weiter an. Die Ursachen sind vielfältig und regional differenziert. Steigende Bau- und Grundstückspreise spielen dabei eine Rolle, ebenso wie Grund- und Grunderwerbsteuern, aber auch die unabwendlichen Erfordernisse der Barrierefreiheit, des Klimaschutzes in Wohngebäuden führen zwangsläufig zu Kostensteigerungen. Im Kern aber liegt die Haupttriebkraft für den Anstieg der Wohnungsmieten im Auseinanderdriften von Angebot und Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt. Einerseits quantitativ, weil in Deutschland insgesamt in den letzten Jahren viel zu wenig Wohnungen gebaut worden sind, und andererseits auch qualitativ, weil das, was gebaut wurde, weder der finanziellen Leistungskraft der Haushalte noch den grundlegend veränderten Wohnbedürfnissen der Mieterinnen und Mieter entsprach. Und diese 250.000 Wohnungen, Herr Ramsauer, die Sie meinen, die haben nicht den Begriff sozial davor. Die nennen Sie jedenfalls nicht. Ich fürchte, dass auch das wieder Luxuswohnungen werden sollen. Zusätzlich werden die Verwerfungen auf dem Wohnungsmarkt in den letzten Jahren zunehmend durch das massive Auftreten nationaler und internationaler Finanzspekulanten verschärft, die Wohnungen lediglich als renditeträchtige Anlageobjekte erwerben und verwerten sollen. Dazu sollten Sie alle mal den vorgelegten Bericht der Enquetekommission aus NRW studieren. Herr Steinmeier, auch hier ist eben nicht das, was Sie gesagt haben in Ihrer Rede, keine Kehrtwende notwendig, sondern hier wird beschrieben, dass es tatsächlich jetzt endlich eine Kehrtwende geben muss. Vielleicht sollten Sie, der Bericht ist auch erst 2 Tage alt, diesen einfach mal für sich erschließen. Der massenhafte Aufkauf von großen ehemals öffentlichen oder betrieblichen Wohnungsbeständen durch Finanzinvestoren wächst sich zu einer Bedrohung für die gesamte Wohnungswirtschaft und natürlich zuerst für die betroffenen Mieterinnen und Mieter aus. Und das nicht nur in NRW, sondern vor allem insgesamt in Deutschland. Wohin das führt, haben zahlreiche... Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Mücke, Gerne. Von der FDP. Ja. Frau Kollegin Blum, Sie haben gerade die große Privatisierungswelle von öffentlichen Wohnungsunternehmen angesprochen. Stimmen Sie mir zu, dass Ihre Partei ganz wesentlich mit dazu beigetragen hat? Beispielsweise in Berlin hat in Ihrer Regierungszeit, als Sie gemeinsam mit der SPD diese Stadt regiert haben, ist die GSW veräußert worden, die größte kommunale Wohnungsbaugesellschaft, die diese Stadt hier hatte. Stimmen Sie mir zu, dass die Linkspartei in meiner Heimatstadt in Dresden zumindest zur Hälfte mit zugestimmt hat bei der Privatisierung der WOBA? Sind Sie mit mir einer Meinung, dass niemand mehr in Deutschland Wohnungen privatisiert hat als Linke, SPD und Grüne zusammen? Ich will Sie daran erinnern, dass Herr Steinmeier, der hier vorhin versucht hat, eine große Rede zu halten, als Chef des Kanzleramts mit dafür verantwortlich gewesen ist, dass in Deutschland 200.000 Eisenbahnerwohnungen, Wohnungen des Bundes, privatisiert worden sind. Stimmen Sie mit mir überein, dass Herr Kollege Steinbrück als Finanzminister mit dafür verantwortlich gewesen ist, dass 86.000 Wohnungen der BFA privatisiert worden sind? Stimmen Sie mit mir überein, dass die grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg gerade eben 22.000 Wohnungen der Landesbank Baden-Württemberg privatisiert hat? Das ist doch doppelbödig, wenn Sie hier sagen, die Privatisierung von öffentlichem Wohnraum hätten zu Mietpreissteigerungen geführt. Niemand hat mehr in Deutschland Wohnungen privatisiert als Sie alle drei zusammen. Herr Mücke, auf Ihre lange Frage eine ganz kurze Antwort. Ja, die Analyse, die Sie vorgetragen haben, ist richtig. Aber die Linke hat aus diesen Fehlern gelernt. Vielleicht sollten Sie nicht unsere Fehler auch noch übernehmen. Allein, dass die Bundesregierung, obwohl der eingangs zitierte Immobilienbericht davor warnt, diese Entwicklung tatenlos zusieht, ist sträflich und mehr als vorsätzlich. Dass sie sich aber selbst an derlei Geschäften beteiligt,
und dabei kreative Geschäftsmodelle zur Vermeidung von Steuereinnahmen anwendet, ist ein Skandal erster Güte. Wenn es stimmt, was Monitor in der vergangenen Woche berichtet hat, dann hat das Bundesfinanzministerium durch einen Share-Deal beim Verkauf der TLG Wunnen GmbH zugunsten des Erwerbers auf Steuereinnahmen in Höhe von 50 Millionen Euro verzichtet. Obendrein zu Lasten der ostdeutschen Bundesländer, denen diese Grunderwerbsteuer zugestanden hätte. Wie man sieht, hat die Bundesregierung nicht nur kein Konzept zur Eindämmung der Mietenexplosion, sie befördert diese Entwicklung selbst, entweder durch Nichtstun oder durch Falschmachen. Deshalb bringt DIE LINKE heute einen Antrag ein, mit dem wir einerseits sowohl auf die aktuelle Entwicklung auf dem deutschen Wohnungsmarkt reagieren, andererseits Vorschläge zur alternativen Entwicklung in der Wohnungswirtschaft vorlegen wollen. Wir wollen ordnungspolitischen Maßnahmen schnell und wirksam mit akuten Auswüchsen bei der Entwicklung der Miet- und Wohnkosten begegnen. Und wir wollen eine Perspektive entwickeln, mit der die Wohnungswirtschaft auf ihre eigentliche Funktion und gesellschaftliche Aufgabe zurückgeführt wird, nämlich die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbaren, barrierearmen oder barrierefreien und klimagerecht sanierten Wohnungen. Selbst das Verbändebündnis Wohnungsbau, das heute tagt, fordert genau diese Aufgabe. Zunächst geht es uns darum, dass auch bei der Vermietung von Wohnraum, wie ja sonst auch überall in der Wirtschaft, das Prinzip von Leistung und Gegenleistung gelten muss. Allein der Besitz einer Wohnung ist keine Leistung, die eine regelmäßige Erhöhung von Bestandsmieten rechtfertigt. Auch die Neu- oder Weitervermietung stellt keine Steigerung des Gebrauchswertes der Wohnung dar. Warum sollte also allein der Akt einer Neu- oder Weitervermietung eine Mietsteigerung von 10 oder 20% oder gar mehr erwirtschaften? Wir wollen, dass nicht der Mangel an Wohnungen den Preis bestimmt, sondern deren Gebrauchswert. Was DIE LINKE fordert, ist also kein sozialistisches Teufelszeug, sondern konsequent Marktwirtschaft. Wir schlagen deshalb entsprechende Veränderungen auch im BGB vor. Ebenso verhält es sich mit dem Kompromissvorschlag zur Begrenzung der Modernisierungsumlage. Ich habe bisher weder von der Regierungskoalition noch von SPD und Grünen eine betriebswirtschaftliche Begründung für die Forderung nach den 11- oder 9-prozentigen Modernisierungsumlagen gehört. Bei 11% haben die Mieterinnen und Mieter dem Vermieter nach 9 Jahren die Investitionskosten bezahlt, bei 9% nach 11 Jahren. Und der Vermieter denkt nicht im Traum daran, die Mietsteigerung wieder zurückzunehmen, wenn die Modernisierungskosten vollständig zurückgeflossen sind. Konsequenterweise müssen wir hinzufügen, auch nur dann, wenn die Modernisierung einer Wohnung einer entsprechenden Gebrauchswertmieterin der Mieterin verbunden ist, mindestens aber eine nennenswerte Einsparung bei den Lebenskosten. Das im Übrigen auch die Position des Deutschen Mieterbundes ist, will ich hier nur nebenbei erwähnen. Der Markt kann also nicht alles allein leisten, und selbst der Chef des GdW sagt, gerade dieser ist im Moment eklatant überfordert. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Okay, dann mal eine letzte Bemerkung noch zum sozialen Wohnungsbau. Auch hier wird so getan, als wenn die Regierung an dieser Stelle mit 250.000 neuen Wohnungen den sozialen Wohnungsbau meint. Das ist nicht, in der Tat nicht so. Hier werden normale Wohnungen und Luxuswohnungen gemeint sein. Wir brauchen wirklich explizit mit dem Stempel der sozialen Wohnungen 150.000 Wohnungen im Jahr mindestens. Das wird nicht mal reichen, um die Ziele, die Sie sich selbst gestellt haben, zu erfüllen. Mit der bisherigen Flickschusterei, Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Der letzte Satz, Flickschusterei, die eigentlich schon Politikverweigerung ist, wird weder der Wohnungsmangel in den Ballungsräumen überwunden, noch werden die Mieten gebremst. Herzlichen Dank. Das Wort hat Patrick Döring für die